Ihr wisst, dass ich immer wieder warne vor Satan. Und immer werde ich wegen den angegriffen, weil ich immer wieder warne vor Satan. Ich lese was vor, das Apostel Petrus gepredigt hat. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also, sagt es in Petrus auch. Jesus sagte bei einer begnadeten Person: Ich erinnere noch einmal an die Worte meines Stellvertreters auf Erden. Es war dazu mal Papst Paul VI. Der Rauch der Hölle ist in die Kirche eingedrungen. Wahnsinn! Und niemand oder fast niemand hat diesem Ausdruck des Papstes die gebührende Bedeutung beigemessen. Wenige nur haben es verstanden, diesen Worten einen praktischen Sinn zu unterlegen. Das heißt, der Rauch Satans, das Wirken Satans, ist in der Kirche drinnen. Sein Rauch, alles ist drin. Und dann ist logisch, was darin herauskommt, ist satanisch. Normal müsste man bei solchen Sachen alle Kirchenglocken läuten lassen. Satan ist in der Kirche drin. Genau habe ich es gelesen, habe es anders gelesen, dazu mal, wo der Papst das sagte, ist der Rauch Satans ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Ja, was macht man da? Nichts macht man da scheinbar. Bischöfe, Priester und Gläubige verstehen es einfach nicht mehr, dass der grundlegende Zweck ihrer Berufung die Befreiung der Seelen von den Anstürmen der Mächte der Hölle ist. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Und wenn schon Satan, der Rauch, schon so in der Welt ist, dann muss man doch dagegen ankämpfen. Und das soll scheint nicht gut sein. Schaut, ihr müsst leider Gottes für eure Priester beten. Schaut, ein Priester genügt für eine ganze Gemeinde. Ich denke jetzt mal draußen in der Welt. Ein Priester würde genügen, wenn er gut ist. Aber, dass der Priester gut ist, das braucht die ganze Gemeinde, das Gebet der ganzen Gemeinde. Denn Satan wird versuchen, die Priester zu erwischen. Denn wenn die dann lau werden oder falsch predigen, weiß ich was, dann hat der Satan bald die ganze Gemeinde.